Hi, mein Name ist Sarah Frigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich liebe es ja immer, wenn ich von euch Empfehlungen bekomme, so auch bei dieser Audition. Da hat mir jemand einen Kommentar hinterlassen, dass es eine wunderbare Audition sei, was ich nur bestätigen kann, wirklich eine schöne Audition. Ich habe sie mir schon angehört und würde sie mir aber gerne mit euch noch einmal anhören. Es ist die Alicia und sie singt Wicked Game. The world was on fire and no one could save me but you. Es ist so lustig, ganz kleine Notiz am Rande. Ich bekomme so Disney-Prinzessinnen-Vibes. Vielleicht bin ich die Einzige, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, aber ich finde gerade so die Klangfarbe war sehr so Disney-Prinzessin. A strange what desire will make foolish people do. No word on falling line. Was ich so speziell finde, was ich auf der einen Seite total schön finde, aber hier sprechen wir über Geschmack. Also vielleicht zuerst mal müssen wir sagen, oder muss ich sagen, ich finde wirklich, sie hat so eine schöne Ausstrahlung, so eine schöne Präsenz. Man guckt ihr einfach wahnsinnig gerne zu. Und ich finde den Approach total schön, also die Grundidee, etwas Eigenes aus dem Song zu machen, finde ich super schön. Und jetzt singt sie also dieses No, I don't wanna fall in love. Relativ kräftig. Jetzt muss ich sagen, für mich persönlich, nur für mich als Sarah, ich halt auch in Bezug auf den Inhalt des Songs, die Lyrics, ich mag total diese Zerbrechlichkeit, ich mag diesen Bruch total, also dieses No, I don't wanna fall in love. Jetzt mir persönlich hätte das besser gefallen, aber wir hören mal noch weiter. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing you do to make me dream of you. What a wicked thing you say. You'll never feel this way. Also auch diese Breaks, die Vocal Breaks, way, die hat sie ja schon drin, eben aber nicht in dieser Länge. Sie bleibt immer mehr in so einem kräftigeren Bereich der Stimme. Schön, um zu zeigen, dass sie die Power hat. Mega schön. Genau, jetzt eben für mich. Ich hätte es auch schön gefunden, sie hätte auch ihre sanften Noten ein bisschen mehr gezeigt. Hören wir mal weiter. What a wicked thing you do to make my dream of you. No, I don't wanna fall in love. Was auch schön ist, ist, wie sie die Klangfarbe so abdunkelt. No, so ein bisschen dunkel, mehr Raum im Mund. Gibt nochmal so ein bisschen eine Kraft, das macht das Ganze so ein bisschen wuchtiger, voller. Also es ist schön. Ja. Weil hört ihr, jetzt ist die ganz eine andere Klangfarbe. Es ist viel heller als vorhin. Und das hat zu tun mit dem Raum im Mund. Ja, also es ist wirklich eine schöne Audition. Sie hat eine spezielle Version draus gemacht, weil sie eben genau dieses Thema, von dem der Song lebt. Ich glaube, dieser Song lebt total von diesem eben Bruch, wechselt ins Falsett, diesen feinen Noten. Von dem.
das macht ihn genau nicht, finde ich spannend. Was ich jetzt aber auch spannend fände, wäre zu hören, wie sie, ob sie das auch hat, die Kontrolle über die Feinnoten. Was ist da noch? Was kann sie noch zeigen? Was schlummert da noch? Eine schöne, also ich habe das Gefühl, also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen um die Alicia, weil sie so eine Eigenständigkeit hat und auch, also gut, das ist ja eigentlich der Sinn der Blinds, sie nicht zu sehen, aber natürlich sie hat eine mega Präsenz, eine mega Ausstrahlung. Also eigentlich schade drum, ne, das nicht zu sehen. Wird jetzt künftig auch nicht mehr der Fall sein so. Aber was ich hier, normalerweise ehrlich gesagt, höre ich meistens hier auf und gucke mir den Rest nicht an. Aber ich habe jetzt hier zufällig weitergehört und die Version von Johannes ist so schön. Ich glaube, wir können die uns auch gleich noch gemeinsam anhören. Ich spule mal ein bisschen vor. Good games. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire makes foolish people do. Übrigens, gerade spannend. Manchmal sagen mir, bekomme ich hier Kommentare, die sagen, ja, du bist super analytisch. Berührt dich Musik überhaupt? Oder, ja, das hat dich jetzt nicht berührt, weil du so analytisch bist. Klar, also natürlich irgendwie als Sängerin und Gesangslehrerin ist es mein Job, analytisch zu sein und genau hinzuhören und zu erkennen, was Sänger machen und was nicht und was man noch als Potenzial ausschöpfen könnte. Aber zum Beispiel das hier, das ist ja fast nur gesprochen. Da passiert irgendwie, jetzt stimmt technisch nichts Spannendes, aber es hat mich gerade total berührt. Und ich muss auch gestehen, ehrlich gesagt, das, was ich bei Alicia nicht so hatte, dieses mich berühren, habe ich jetzt hier gerade schon total. I never dreamed that I'd lose somebody like you. Wow. I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, you don't wanna fall in love. Lasst mir mal in den Kommentaren unten, wie es euch geht. Aber für mich ist echt dieser Wechsel ist alles. Ich liebe das. Ich liebe diesen Wechsel so sehr. You know, I want to fall in love with you, with you. Was mir gerade auch bewusst wird, das ist natürlich nicht ganz fair, das 1:1 zu vergleichen, weil die Alicia kommt ja natürlich in eine Gesangsshow, in eine Castingshow und möchte beweisen, dass sie eine gute Sängerin, eine gute Performerin, Künstlerin ist und muss natürlich wie auch mehr zeigen. Und ich glaube, manchmal ist dieses mehr ist mehr Ding nicht unbedingt förderlich. Und Johannes ist halt hier als Coach, als etablierter Künstler, der einfach mal noch zeigen kann, dass er den Song auch mag. Ist natürlich nicht die ganz gleiche Ausgangslage, aber ich muss sagen, mir gefällt weniger oft mehr. Alicia. What a wicked game you played to make me feel this way. What a wicked thing you do to let me dream of you. What a wicked zum Beispiel, er bringt ja auch diese kraftvollen Noten, aber einfach erst viel später und dann haben wir einen schönen dynamischen Aufbau. What a wicked thing you do to make me dream of you when I won't fall in love with you. And ich sag so oft, Männer, wenn ihr singt, nutzt euer Falsett. Es ist echt, es ist sowas Schönes.
So let me be your coach. Schön, also einfach nur schön. Auch eben die Audition von der Alicia. Und alles andere ist reine Geschmackssache und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Ja, wenn ihr gerne noch mehr solcher Videos sehen möchtet zu The Voice of Germany, lasst mir gerne unten, wen ich mir noch ansehen sollte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.